Meine Damen und Herren, in der letzten Sendung im Dezember habe ich mich mit dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA beschäftigt. Zur Erinnerung, worum geht's da? Es geht darum, die größte Freihandelszone der Welt zu schaffen und Handelsbarrieren, Handelshemmnisse abzubauen. Die Befürworter dieses Abkommens sagen, super Sache, gibt viel Wachstum, viele Arbeitsplätze. Die Gegner sagen, na, da werden dann alle sozialen Umweltschutz, Verbraucherschutz und sonstige Standards einfach abgebaut, weil sowas ja menschenfreundlich ist und einem freien Handel oft im Wege steht. Die EU-Kommission hat sich über diese Vorwürfe sehr, sehr geärgert, der Kommissar de Gucht, und hat es nochmal sehr betont, das ist eine Lüge und das ist eindeutig nicht der Fall. Sie haben aber die Verhandlungen einstweilen ausgesetzt, teilweise jedenfalls, weil sie vor der Europawahl die Öffentlichkeit besser informieren wollen. Und das, finde ich, wird auch allerhöchste Zeit, denn diese Verhandlungen haben bislang vollkommen im Geheimen stattgefunden, also fast im Geheimen. Ja, die Vertreter der Industrie wurden selbstverständlich informiert. Wir nicht, das ist ja logisch. Ja, informiert wurde aber auch über den Stand der Verhandlungen der sogenannte Handelspolitische Ausschuss in Brüssel. Und in diesem Ausschuss sitzen alle Vertreter der EU-Mitgliedstaaten sitzen, und die wurden von der Kommission dann regelmäßig informiert oder jedenfalls teilweise informiert. Und über diese Sitzungen gibt es Protokolle. Und diese Protokolle sind aber selbstverständlich nicht öffentlich, also Verschlusssache, also geheim. Nach der letzten Sendung hat mir allerdings jemand diese nicht öffentlichen Protokolle zugeschickt. Ja. Und unseren Freunden vom NSA sage ich, nein, nicht online, ihr konntet es nicht merken. Ja. Wir haben uns getroffen, ja. Und diese Protokolle sind schon sehr, sehr interessant. In dem Protokoll zum Beispiel vom 8. November 2013 steht, Deutschland forderte abermals Übermittlung der von den USA vorgelegten Verhandlungsdokumente. Das US-Veto gegen deren Weiterleitung durch die EU-Kommission sei nicht akzeptabel. Also, die Amerikaner haben also tatsächlich ein Veto eingelegt und der EU-Kommission verboten, diese Dokumente an die demokratisch gewählten Vertreter der EU weiterzuleiten. Man könnte auch sagen, die Kommission hat sich's verbieten lassen. Im Protokoll vom 15. November, ebenfalls Verschlusssache, finden wir den Satz, diese Frage sei für die USA problematisch, da der US-Kongress EU-Texte nicht erhalte und US-Texte nur in einem Leserraum einsehen können. Aha, habe ich gedacht, die gewählten Vertreter der Amerikaner, die Kongressabgeordneten erhalten die EU-Texte von der EU auch nicht. Habe ich gedacht, von der EU vielleicht nicht, aber bestimmt vom NSA. Ja? Also, die wissen ja eh alles. Schauen Sie, und alles streng geheim. Und diese Geheimhaltung führt natürlich zu Misstrauen und dass jetzt wieder die ganzen Weltverschwörungstheoretiker da Sturm laufen. Ja, und ich sage Ihnen, eine gewisse Misstrauen ist auch durchaus angebracht, denn bei diesen ganzen Verhandlungen sind viele Fragen noch überhaupt nicht klar. Und ich habe mich da jetzt wirklich neigekickt. Ja, ist zum Beispiel überhaupt nicht klar, ob dann in Zukunft Konzerne souveräne Staaten verklagen können, weil ihnen irgendwelche Gesetze nicht passen, weil Gesetze sie am Geldverdienen behindern. Also zum Beispiel das Fracking-Verbot oder bei der Gentechnik oder was weiß ich, die Buchpreisbindung oder was weiß ich, Subventionen für die Staatsoper, dass das irgendeine Musical-Veranstalter nicht passt, weil er möchte auch Subventionen haben. Also kann das dann sein, dass Konzerne Staaten verklagen? Ja, kann sein. Und in dem Fall gäbe es dann so eine Art private Schiedsstelle, also ein Privatgericht. Also kein öffentliches Gericht, ordentliches Gericht, wo wir hin müssen, wenn uns was nicht passt. Nein, so eine Art Privatgericht. Und diese Privatgerichte gibt es aber schon längst, weil es nämlich schon sehr viele andere Handelsabkommen gibt. Und wissen Sie, was interessant ist, wie das dann abläuft? Bei diesem kleinen Privatgericht, da treffen sich dann wirklich drei Wirtschaftsanwälte in einem Hotelzimmer und die katteln das aus. Nicht öffentlich, ja, und nicht anfechtbar. So, und wegen so einer Hotelzimmerentscheidung kann es dann durchaus sein, dass ein Staat Millionen oder wenn es dumm läuft, Milliarden zahlen muss an irgendeinen Großkonzern, weil er sich um seine Gewinne betrogen fühlt. Ja, könnte sein. So, und wer zahlt es dann natürlich? Die Steuerzahler. Also natürlich nur die Steuerzahler, die auch Steuern zahlen. Ja? Und jetzt ist es natürlich sehr, sehr interessant, dass diese Privatgerichte, also praktisch nicht öffentlich und unanfechtbar. 2012 waren 70% aller Entscheidungen dieser Privatgerichte fielen aus zugunsten der Industrie. Ja. Ha.
Da hätte ich auch gern so ein Privatgericht. Also, ich möchte auch so ein Privatgericht haben. Das nächste Mal, wenn sie mich erwischt haben, wenn ich mit 120 durch die Fußgängerzone geblockert bin. Ja, warum nicht? Ich fühle mich eingeschränkt in meiner persönlichen Freiheit. Und dann verlange ich ein Privatgericht. Und in dieses Privatgericht setze ich meine Tante, meine Nichte und noch vielleicht den Berner Sennenhund meines Vermieters. Ja? Und die entscheiden dann ganz neutral. Ganz neutral. Ha. Ha. Sagt die EU-Kommission, Moment, wir wissen ja, dass das ein schlechtes Verfahren ist und genau das wollen wir ändern. Wir wollen, dass diese privaten Gremien, Gerichte, dass das transparent ist. Weil sie nicht sagen, warum wir überhaupt Privatgerichte brauchen. Das hat mir noch keiner erklärt. Wir haben Gerichte, oder? Kann man doch hingehen. Frankreich ist übrigens total gegen diese Privatgremien, also diese Privatgerichte. Und Deutschland, unsere Kanzlerin, ha? Offizielle Haltung der Bundesregierung, diese Frage ist für uns nicht so wichtig. Ha? Ja, da werfen sich viele wichtige Fragen auf und die bespreche ich jetzt mit meinem nächsten Gast. Er ist Ökonom. Gehen Sie nicht gleich weg. Ich weiß, das ist inzwischen ein Schimpfwort. Ja? Er ist Volkswirtschaftler und im Sachverständigenrat der Bundesregierung zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Ein Wirtschaftsweiser, begrüßen Sie bitte Professor Peter Bofinger. Herr Professor. Herr Professor, jetzt gibt's erstmal das Getränk zur Krise. Jetzt schauen wir mal, ja. So, ja, Herr Professor Bofinger, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei Bezig hält sich. Anstoßen. So, genau. Ja, Herr Professor, der EU. Ja? Sagen Sie mal. Ja, ich sag mal. Jetzt kommen Sie doch aus Würzburg. Ja. Da gibt es so guten Frankenwein. Ach, ja. Warum machen Sie die schreckliche Bohle? Das will ich schon immer mal fragen. Die mache ich ja nicht meinetwegen, die mache ich ihretwegen. Also, ich persönlich. Herr Professor, wir haben viel zu besprechen. Der EU-Handelskommissar sagt, durch das Freihandelsabkommen hätte jeder Europäer einen Vorteil im Jahr von 545 Euro. Kommt ihr auf so eine Zahl, wenn er mal einen schlechten Stuhlgang hat, oder ist es berechnet, sowas? Kann man sowas berechnen? Ist es seriös? Ich glaube es nicht. Ich meine, gut, wir müssen erst mal jetzt sehen, was da genau ausgemacht ist und was da rauskommt. Ich meine, grundsätzlich ist es schon so, dass Freihandel jetzt nicht nur Nachteile hat. Nee. Sie haben jetzt erst mal die negativen Sachen dargestellt. Aber es ist ja klar, Freihandel heißt, auch als Verbraucher habe ich mehr Möglichkeiten. Ich kann mein Auto vielleicht in den USA kaufen, wo es billiger ist. Ja, und also es ist ja nicht nur nachteilig. Ja. Aber Ihr Lieblingskollege Sinn vom IFO-Institut, also das IFO-Institut, das ist doch der Sinn, ne? Ja, ja. Die haben ja, ich glaube, im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung ausgerechnet, ein Wachstumspotenzial durch das Freihandelsabkommen von 0,05% im Jahr. Das ist schon beeindruckend, gell? Also ich würde auch denken, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich meine, wir haben ja grundsätzlich schon keine Zölle mehr zwischen USA und Deutschland. Und gut, was jetzt kommt, sind eben die ganzen Normen. Was weiß ich, bei Automobilen, nicht? Wenn Sie jetzt ein amerikanisches Auto haben, mit dem können Sie nicht in Deutschland fahren, weil dann irgendwie die Blinker woanders sind. Und das sind aber wahrscheinlich... Also Sie wären eher dafür? Als Ökonom grundsätzlich schon, klar. Ökonom. Ich meine, klar, es ist sicher besser. Ja. Mehr Wettbewerb heißt, für die Verbraucher sind die Sachen billiger. Man muss halt gucken, dass Nebeneffekte sich in Grenzen halten. Klar, dass man jetzt mit Umweltschutz, mit sozialen Dingen... Ja, ich finde auch, ich habe auch gar nichts Grundsätzliches dagegen. Ich würde nur gern besser informiert vorher. Ja. Und schauen Sie, diese Privatgerichte, ja, also das ist ja sowieso, glaube ich, ein Schwindel, weil wir stehen ja kurz vor Vollendung des Handelsabkommens mit Kanada. Und in dem Abkommen, das ist ganz diskret auch wieder mal so an uns vorbei passiert, da gibt es diese Schiedsstellen. Und das heißt doch, dass ein US-Konzern, der in Kanada ist, und das sind praktisch alle, doch nur den Umweg über Kanada geht. Und dann brauchen doch die Amis dieses Abkommen gar nicht, weil sie haben Kanada, haben den Vorteil, klagen über Kanada gegen einen EU-Staat. Wir können aber gar nicht zurückklagen. Also das muss ich Ihnen mal ganz ehrlich sagen. Ja. Also so stark in die Frage eingearbeitet wie Sie, habe ich mich noch gar nicht. Ja, sagen Sie mal. Ich meine, es ist ja... ja. Soll ich mal eine Vorlesung halten bei Ihnen? Aber gerne, klar. Ich weiß bloß nicht, ob die Studenten das so spannend fänden wie Sie. Meinen Sie, die Studenten wollen das gar nicht hören? Oh, so spannend. Ah, ja, klar, ja, Volkswirtschaftler, ne? Ja. Das sind die mit diesen Burberry-Pullovern, ne? Nein, das sind die Betriebswirte. Ach, das bringt es durcheinander. Nee, nee, das ist Herr Professor, jetzt eine Frage, wo Sie vielleicht Ahnung haben. Ich nenne Ihnen
Also ich bleibe aber dran an dem Thema, weil ich das nicht fuchs bin. Ich werde promovieren. So. Und man dürfte da vor allem nicht immer nur den Gegnern glauben, weil da wird auch viel Mist erzählt, habe ich festgestellt. Ja. Aber absolut. Aber drei Zahlen kennen Sie. 85 Menschen auf der Welt, Einzelpersonen besitzen so viel Vermögen wie 3,5 Milliarden Menschen, also die ärmere Hälfte. Die Zahl der Milliardäre hat sich weltweit in 7 Jahren fast verdoppelt auf über 1400. Die 500 reichsten Deutschen haben 500 Milliarden Euro, sie haben mehr Geld als vor der Krise. Und eine Schweizer Studie sagt, 147 Unternehmen kontrollieren die Hälfte der globalen Weltwirtschaft. Jetzt frage ich Sie mal zu diesen Zahlen und Fakten. Lassen wir mal die Gerechtigkeit weg. Die Gerechtigkeitsfrage, da sind Sie als Ökonom gar nicht ausgebildet. Aber was heißt diese Vermögenskonzentration, was heißt das volkswirtschaftlich? Ist das volkswirtschaftlich wurscht? Es gibt eine bestimmte Menge Geld und es ist wurscht, wer es hat, oder hat das volkswirtschaftliche Konsequenzen? Es ist überhaupt nicht wurscht, sondern es ist ein großes Problem volkswirtschaftlich. Und was Sie ja beschreiben, ist ja ein Prozess, den haben wir jetzt seit etwa den 80er Jahren. Wir haben eine große Umverteilung weltweit gehabt von den Leuten, die sagen wir so mittlere und niedrige Einkommen haben, zu Leuten mit hohen Einkommen. Ja. Insgesamt von den Arbeitseinkommen zu den Kapitaleinkommen. Das heißt, wir haben eine riesige Umverteilung gehabt und dadurch sind diese Vermögen entstanden. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern es ist auch ein Problem des Wirtschaftswachstums. Weil ich eben den Leuten das Geld nehme, die das auch alles ausgeben, weil sie eben nicht so viel haben. Und ich gebe es Leuten, die sehr viel haben und die von dem gar nicht mehr so viel ausgeben, weil sie so viel haben, dass sie im Großteil sparen. Und dadurch haben wir eben ein Problem, dass es in der Weltwirtschaft an Nachfrage fehlt. Das Geld landet immer mehr bei denen, die es gar nicht mehr so ausgeben müssen, weil sie so viel haben. Und das ist eines der großen Probleme, das wir derzeit in der Weltwirtschaft haben. Deswegen haben wir ja auch das Problem, dass wir die Zinsen so niedrig haben, dass die Staaten so Defizite machen, weil die Weltwirtschaft sonst gar nicht mehr richtig laufen würde. Sie sagen jetzt Umverteilung. Ja? Jetzt gibt es ja immer Leute, die sagen, die ganze Krise war eine einzige Verschwörung. Ich klebe ja nicht an Verschwörungen, also um zu verteilen. Ich klebe ja da an Karl Marx, der mal gesagt hat, das Kapital denkt nicht, es rechnet. Sein Motiv sind die Zahlen. Ja? Aber glauben Sie, dass dieser Zustand der Vermögenskonzentration politisch veränderbar ist? Oder täten Sie doch sagen, jetzt mal Bürger an die Waffen? Also ich würde mal versuchen, das mit friedlichen Mitteln zu verändern. Glauben Sie, das geht noch? Weil das ist ja eine enorme Macht. Ich meine, was man braucht, ist einfach eine vernünftige Erbschaftssteuer. Ich meine, das ist doch das Beste. Ja. Wir erleben das ja in Deutschland, dass riesige Vermögen vererbt werden. Und es gibt überhaupt keinen Grund, dass man das quasi zu 100% durchlaufen lässt. Ja. Ich meine, wir haben ja derzeit die Freistellung von Leuten, die Familienunternehmen haben. Und ich würde sagen, so ein bisschen was können die auch abgeben. Es gibt keinen Grund, die alle freizustellen. Ja. Und das wird sicher eine der Herausforderungen sein in den nächsten Jahren, dass wir ja grundsätzlich das Problem haben mit unserer Altersvorsorge, wo immer weniger rauskommt für Normalbürger und immer größere Vermögen, die vererbt werden. Und da muss man aber da hat sich ja Schwarz-Rot auch nicht dran getraut. Ne? Ja, die haben sich eh nicht so richtig getraut im Steuerbereich. Ne? Das hat, die haben das ganze Thema ausgeklammert. Die SPD gesagt, da reden wir gar nicht drüber. Die SPD war ja sehr von Demenz befallen nach den, hat sich ja an nichts mehr erinnert so richtig, ne? Außer Mindestlohn. Ja gut, die mussten halt, die SPD hat natürlich auch die Wahl nicht gewonnen, soweit ich weiß. Ja, was man oft gar niemand merkt, so, ne? Ja, Marzus also Kühlte hätten es gewonnen, ne? Der Siegmar platzt ja vor Freude. Glauben Sie denn, dass wir die Krise, es wird ja oft gesagt, die Krise ist überwunden, aber die Lagarde, die EWF-Chefin, fürchtet sich vor sozialen Unruhen in der Welt durch diese Umverteilung. Haben wir die Krise überwunden? Ich meine, es gibt die gleichen Zuckerpapiere, alles ist am Markt, die Zinsen sind niedrig. Ist irgendwas überwunden? Ja, sagen wir, wenn man jetzt mal den Euroraum nimmt, also die Länder, die den Euro als Währung haben, da könnte man so frei nach Medizin sagen, die Lage des Patienten ist stabil. Ja. Nicht? Aber der Patient ist natürlich alles andere als pumper gesund. Ja. Sondern er hat natürlich massive Schäden, wenn Sie die Länder nehmen, so Spanien, Griechenland, Portugal, Irland. Die haben eine enorm hohe Arbeitslosigkeit und die geht so schnell nicht zurück. Und sie haben natürlich auch bei der Staatsverschuldung hat sich auch nichts getan. Die haben zwar versucht zu sparen, das heißt, sie haben versucht, weniger neue Schulden zu machen, aber die Schulden sind natürlich gewachsen und die Schuldenstände sind jetzt so hoch wie noch nie zuvor. Und den Banken geht es schlecht, die haben viele Leichen im Keller. Also wie gesagt, der Patient, Lage ist stabil, also er hat jetzt nicht die Gefahr, dass er abnippelt. Aber amputiert total, aber sitzt am Fenster wieder. Ja, so, naja, also so irgendwie... Also das heißt,
es ist sicher nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir sind wieder in einer Situation wie 2003 oder 2004. Ja. Wenn es immer heißt, Deutschland steht so gut da, ja, und Deutschland steht gut da, und dann sagt die OECD, aber Armut immer mehr, 13 Millionen Menschen von Armut bedroht, in Armut leben, und wir haben aber trotzdem ein Jobwunder. Ist dieses Jobwunder möglich, weil mehr Menschen in die Armut gezwungen werden? Oder wie ist das? Na gut, unser Jobwunder hat viel damit zu tun, dass wir deutlich weniger arbeiten pro Stunde. Also wir haben eine enorme Arbeitszeitverkürzung in den letzten 12, 13 Jahren gehabt. Das ist das Arbeitsvolumen, also das, was in Stunden gearbeitet wird, ist heute fast genauso hoch wie im Jahr 2000, aber pro Stunde wird weniger gearbeitet. Und deswegen haben wir diesen großen Anstieg der Erwerbstätigung. Das hat sicher wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir etwas auch diesen Niedriglohnbereich haben. Ne? Also wir haben mehr Beschäftigte, weil wir einen Niedriglohnbereich haben. Also Wir haben zunächst mal mehr Beschäftigte, weil weniger gearbeitet wird pro Beschäftigten. Und das wird teilweise sicher durch den Niedriglohnbereich gefördert worden sein. Aha. Ja, weil Sie immer gesagt haben, Löhne müssten rauf, ja, mehr Binnennachfrage schaffen. Ja, das ist ja, und da habe ich gedacht, da werden Sie doch jetzt die Abgeordneten da anfangen bei sich, das sehr begrüßen. Ja, das eine sind ja die Lohnstrukturen und das andere sind quasi die Löhne insgesamt. Ach so. Ja, also ich meine insgesamt. Würde ich sagen, ganz klar, wenn wir in Deutschland die Löhne etwas kräftiger erhöht hätten, ging es uns besser. Wobei man dazu sagen muss, was die meisten noch gar nicht gemerkt haben, seit 2007 steigen die Löhne wieder ganz ordentlich in Deutschland. Ja. Also wir haben von 2000 bis 2007 enorm schwache Lohnentwicklung gehabt. Ich kenne wirklich nur Leute, die das jetzt nicht direkt bestätigen können. Ja, also das war wirklich so. Ja, aber statistisch sozusagen, im Durchschnitt wieder. Wir schauen uns einfach an, wie ist die Produktivitätsentwicklung, also was kommt da mehr raus, wie sind die Löhne, und da muss man sagen, bis 2007 war es eine Katastrophe, da sind die Löhne nicht mehr gestiegen, obwohl die Produktivität gestiegen ist. Seit 2007 steigt die Produktivität gar nicht mehr so gut und die Löhne steigen aber wieder ganz ordentlich. Also, und von daher meine ich ja, dass jetzt die etwas bessere Lohnentwicklung, die wir seit 2007 haben, ja auch ein Grund dafür ist, dass uns auch wieder besser geht. Aha. Jetzt habe ich Ihr Buch gelesen, Zurück zur D-Mark, Fragezeichen. Da sind Sie ja ein sehr großer Gegner und sagen, totaler Krampf. Interessant, dass Sie zu den wenigen Menschen in Deutschland gehören, die sagen, wenn wir diese Krise in den Griff kriegen wollen, dann nur über mehr Europa, europäischer Finanzminister, Souveränität abgeben, mehr Europa und nicht weniger. Ja. Sie sind ja oft auch im Sachverständigenrat sozusagen der Querulant, ne? Also die Minderheit, sage ich mal. Ne? Aber das ist auch eine Minderheitenposition, oder? Also im Sachverständigenrat, ja. Ja. Naja, gut, man ist das eigentlich blöd, wenn man da immer der Einzige ist, der... der das anders sieht? Naja, sagen wir mal so, wir haben ja auch viele Punkte, die wir gemeinsam sehen. Ne? Wir haben auch für die Euro-Krise ein gemeinsames Modell entwickelt, das ich jetzt hier nicht erkläre, weil das, glaube ich, dann durch die Sendung vielleicht nicht ganz ausreicht. Also es gibt viele Punkte, auch was Finanzsystem angeht, was Reformen angeht im Bankensektor, wo wir einer Meinung sind. Und es gibt Punkte, wo wir nicht einer Meinung sind. Aber es ist nicht so, dass wir also ständig da... Ja, nicht so persönlich schon gar nicht, ne? Aber außer nicht persönlich. Nee, sowieso, wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Aber Sie sind schon ein wenig immer der, weil Sie sind ja einer, der mehr so diese noch ganz andere, nicht dieses marktliberale Modell vertritt, sondern mehr Sachen, der Staat soll auch mal intervenieren. Ja? Klar, das ist sozusagen die Trennungslinie. Es gibt und die anderen ist das neoliberale Gesindel. Ne? Naja, es ist einfach so, die gucken das an heute Abend. Ach so, aufpassen. Wirklich, schauen die sowas an? Ja, sagen Sie mal. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Sie müssen, aber ich nicht. Ne? Nein, aber gucken Sie, das ist in der Ökonomie ist es quasi, gibt es zwei Religionen. Ja, genau. Die eine Religion... Adam Smith und... Das ist die Religion. Die Religion. Und für die ist der Markt das Gute und der Staat ist das Böse. Ja. So wie in der katholischen Kirche, das Böse kommt immer, da muss man wieder gucken, dass man wieder zurückhält. Und dann gibt es die anderen, für die ist der Markt das Böse und der Staat das Gute. Ja. Und ich versuche mich da irgendwo zwischendrin ein bisschen zu halten. Also für Sie sind alle... böse oder, oder gut. Ich würde sagen, so jeder dazwischen. Hat so seine... Es gibt Licht und Schatten auf beiden Seiten. Ja. Das ist... Blicken Sie eigentlich immer durch? Also jetzt bei Ihrem Freihandelsabkommen nicht so ganz. Ich sage Ihnen, ich habe das Gefühl, wir sollen es gar nicht verstehen. Schauen Sie, hocke ich am Sonntag, schaue den Jauch, hockt Ihr Kollege Sinn und redet, ne, der Sinn, und dann denke ich, ja, klingt vernünftig, der hat recht. Mittwochs, Bofinger bei Illner, sagt zu allem das Gegenteil, aber ich denke, klingt vernünftig, hat recht. Für wen entscheide ich mich dann? Im Zweifelsfall für Sie, weil ich beim Sinn den Bart nicht mag. Ne? Nein, ich weiß doch gar nicht.
Wann haben Sie sich, Herr Professor, außer jetzt bei meinen Freihandelsabkommensfragen, zuletzt mal so richtig überfordert gefühlt? Also ich meine jetzt beruflich, nicht privat. Na, sag mal, es gibt viele Themen, wo man natürlich schnell in den Bereich der Überforderung kommt. Das ist ja ein bisschen das Problem, wenn man in diesem Sachverständigenrat ist. Da ist man ja so ein bisschen was wie so ein Allgemeinarzt für Wirtschaftspolitik. Man muss vom Fußpilz bis zum Herzinfarkt wollen die Leute, dass man ein bisschen was weiß. Also ob das jetzt Renten ist oder Mindestlohn oder Steuersystem oder Eurokrise. Das heißt, da müssen wir viele Themen uns äußern. Und dann ist natürlich das, kommt man relativ schnell natürlich an die Grenzen von Komplexität. Also wenn Sie die ganze Frage EEG 2.0 nehmen, ne, wenn es da um die Förderung von Biomasse oder so geht, ne, da habe ich dann auch so meine Schwierigkeiten. Ja, es ist, Sie können ja auch nur spekulieren. Ne? Ich habe ja mal gesagt, Ökonomie ist wie Religion. Ne? Ja, da beides. Sind wir uns ja einig. Ja, also nicht nur. Nicht nur also. Ja. Ja, ja. Ja, Herr Professor Bofinger, dann kommen Sie mal wieder, wenn mal wieder Fragen offen sind oder wenn Sie mal eine Frage haben. Ne? Ja. Schön, dass Sie da waren. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. So. Meine Damen und Herren, und jetzt bin ich sogar super, super, super top aktuell, denn heute Morgen gab es in Brüssel bei der EU eine wichtige Abstimmung zu der Frage, soll eine bestimmte gentechnisch veränderte Maissorte in der EU zugelassen werden, ja oder nein? Naja, habe ich gedacht, ja. Das ist jetzt ja nicht groß die Frage, weil was sagt unser Landwirtschaftsminister Friedrich zu dieser Maissorte? Was sagt er? Nein, sagt er. Und was sagt die CSU unentwegt zur Gentechnik auf den unschuldigen bayerischen Äckern? Nein, sagt sie. Ja, und was hat doch der SPD-Parteitag im Januar eindeutig in der Frage gefordert? Nein, hat er gefordert. So, und wie hat Schwarz-Rot heute Morgen in Brüssel abstimmen lassen bei der Frage? Enthaltung. Ja, weil die Merkel das will und ihren Freunden aus der Industrie verpflichtet ist. So. Und kommt jetzt diese Genmaissorte in Europa? Ja. Ja. Und gab es nicht im Koalitionsvertrag einen Satz, in dem steht, Sie werden die Sorgen der Bürger in dieser Frage ernst nehmen? Ja. Und was heißt der Satz in der Praxis? Ha? Nein. Ja. Meine Damen und Herren,